Das ist zur Lindengrube in der Brattlerie-Ebene. Mit 250 Tieren beherbergt sie die grösste Kreuzkrottenpopulation vom Kanton Basel-Land. Die Grube hat eine Fläche von 17 Hektare und ist 1994 provisorisch ins Bundesinventar der Amphibienschutzgebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen worden. Weil die Zurlindengrube im Planungsperimeter vom Grossprojekt Salina Raurica liegt, müssen jetzt Kreuzkrotten in die Klingentalgrube in Muttenz gezügelt werden. Bedingung ist, dass der neue Standort einen adäquaten Ersatz für die Zurlindengrube sein muss. In der Klingentalgrube wird seit gut einem Jahr ein 7 Hektar grosses Areal für die Aufnahme der Kreuzkrotten vorbereitet. Der dichte Wald, der hier gewachsen ist, hat man bereits letztes Jahr massiv ausgelichtet. Und den Boden hat man mit einer meterdicken Kiesschicht überdeckt. Bis jetzt sind etwa 6 Tümpel erstellt worden. Die Wassertiefe ist gering. Wegen dem durchlässigen Boden hat man die Tümpel mit Folie müssen abdichten. Der Wasserstand kann reguliert werden, das heisst, wenn es nötig ist, kann man sie auch trockenlegen. Es wird damit gerechnet, dass bereits dieses Jahr erstmals Kreuzkrottenleiche von der Zurlindengrube in die Klingentalgrube gebracht werden kann. In 3 Jahren kommen dann die ausgewachsenen Krotten von der Zurlindengrube und in etwa 5 Jahren sollte die Umsiedlung abgeschlossen sein. Neben den Tümpeln sind auch Kleinstrukturen gebaut worden. Das können Stein- oder Holzhäufen sein und die geben dann den Kreuzkrotten Unterschlupf. Entlang der Prattlerstrasse hat man das Amphibienleitsystem aus Betonplatten gebaut. Im Hintergrund sieht man einen Hügel von etwa 20 Meter Höhe. Der hat nichts mit den Kreuzkrotten zu tun, sondern ist Ausbruchmaterial vom Adlertunnel und Kies von der H2-Baustelle. Der Besucher gibt dem Hügel die Möglichkeit, den Überblick über die Klingentalgruben überzukommen. Im Norden gegen den Güterbahnhof findet immer noch Kiesabbau statt. Da könnte später mal Schutzgebiet erweitert werden. Die Sicht nach Süden über die Prattlerstrasse hat es in sich. Rechts gegen Muttenz ist Wies- und Ackerland, links gegen Brattelen sind Kiesflächen und in einem Graben liegt die Röhre vom Adlertunnel, wo immer noch nicht zugedeckt ist. Das Areal nennt sich Lachmatt und gehört zum Siedlungstrenngürtel zwischen Muttenz und Brattelen und darf nicht überbaut werden. Der Kanton Basel-Land hat ein Auge auf das Areal geworfen, denn das Biotop in der Klingentalgrube ist mit seinen 7 Hektaren kein adäquater Ersatz für die Zurlindengrube. Damit die Zurlindengrube aufgelöst und verkauft werden kann, sind etwa 10 weitere Hektare nötig. Der Kanton wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr einen Verbindungskanal unter der Prattlerstrasse durch zum Kiesareal in der Lachmatt bauen. Die Lachmatt ist ein natürliches Feuchtgebiet mit temporären Tümpeln und wäre geradezu prädestiniert für ein Kreuzkrottenbiotop. Tatsächlich sind bei den Filmarbeiten in der Lachmatt in einem von diesen Tümpeln frische Kalkwappen gefunden worden, die sehr wahrscheinlich von den Kreuzkrotten sind. Allerdings hat die Gemeinde Muttenz für die Verwendung der Lachmatt ganz andere Pläne. Sie möchte dort viel lieber Fußballspieler als Kreuzkrotten haben. Im Hinblick auf eine mögliche Schliessung der Sportanlage Margolacher sieht sie die Lachmatt als Ausweichmöglichkeit. Abschliessend kann festgestellt werden, dass das Ersatzbiotop in der Klingentalgrube, auch wenn die Bedürfnisse der Kreuzkrotten abgedeckt sind, einen sehr künstlichen Eindruck macht. Es wird spannend sein zu beobachten, ob Kreuzkrotten das relativ kleine Areal als permanenten Lebensraum werden annehmen. Sollte das nicht der Fall sein, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Andere Tiere und Pflanzen, die einen trockenen und warmen Standort brauchen, werden sich mit der Zeit in dieser Kieslandschaft ansiedeln. Wenn der Kanton und Gemeinde Muttenz sogar noch eine einvernehmliche Lösung für die Aufteilung und Verwendung der Lachmatt finden könnten, hätte die Dislokation der Kreuzkrotten sogar ein Happy End gefunden.